Zum Finale in Stuttgart und Umgebung tischt Stefan im Brauhaus Böblingen auf. Unsere Philosophie ist, wie schön kann Bier sein. Und heute zeigen wir euch auch, wie schön lecker auch unser Essen sein kann. Das sollte nur auch beim Gast ankommen. Es war halt nicht das, was wir erwartet haben, was wir bestellt haben. Es war jetzt nicht das, was so groß erwartet war, ja. Eigentlich im Nachtisch hat er verkackt. Ich meine, es ist immer schwierig zu essen. Ich kann es nicht deuten, was genau mir da jetzt nicht gefallen hat. Also da blutet mein Konditorherz. Es ist Freitag und wir schauen dem Ländle zum letzten Mal in die Küchen. Mit 35 Punkten stehen die zwei Jüngsten unserer Barvue-Woche ganz oben. Lässt Stefan sie beide heute alt aussehen? Böblingen, 20 Kilometer südwestlich von Stuttgart. Ein Lokal wartet noch auf Sternekoch Robin Pietsch. Heute heißt es Tag 5 und das bedeutet Finaltag. Und da lassen wir uns nicht lumpen. Wir haben uns ein riesengroßes Brauhaus rausgesucht mit über 1000 Sitzplätzen. Und da frage ich mich natürlich, wie schafft man es, bei so vielen Plätzen eine zünftige Qualität auf die Speisekarte zu zaubern? Der Gastgeber Stefan, der wird mir das jetzt erklären. Und ich bin richtig gespannt. Unsere Küchenrichtung ist natürlich relativ klassisch, aber wir haben natürlich auch viele Produkte ein und dran, die vegetarisch sind. Auch Flammkuchen haben wir dabei. Also auch was moderne Küche betrifft in dem Augenblick. Drei Häuser gibt es. Seit über 14 Jahren geht Betriebsleiter Stefan hier jeden Tag mit Leidenschaft ans Werk. Also das ist ja auch so mein Baby hier in dem Augenblick. Ja, also da ist mein Herzblut mit drin etc. Das ist einfach wirklich. Und ich komme auch gerne hierher. Da haben wir natürlich auch ein super Team. Und da macht es auch richtig Spaß, auch immer wieder mitzuarbeiten. Stefan. Ja, genau. Hi. Robin, freut mich sehr. Danke, dass du mich in Empfang nimmst hier bei dir in deinem großen Lokal. Kann man so stehen lassen. Alles andere als ein Brauhäuschen. Das ist ein Brauhaus, was einfach nicht in der Zeit stehen geblieben ist. Hat sich weiterentwickelt. Toll, modern. Und wirklich groß. Ganz früher angefangen hat man mit dem Biergarten draußen. Das sind ungefähr 600 Plätze draußen. Das ist ein gutes Stichwort für mich. 600 Plätze im Sommer draußen. Nur im Biergarten. Wie viel hier drin? 270 ohne die städtische. Und auf der Terrasse nochmal 220. Das sind schon Dimensionen, was über 1000 Gäste hinausgeht. Ja. Wie viele Leute seid ihr denn dann hier, wenn das mal so richtig ist? Also wir haben jetzt im Sommer natürlich sehr, sehr viel Personal, weil wir auch unten ja arbeiten. Also unten ist es so im Bereich, dass wir mit Kellnern arbeiten, die nur bonieren. Dann haben wir Läufer, die das Essen an den Tisch bringen etc., auch die Getränke an den Tisch bringen, auch abräumen etc. Hier im oberen Bereich sind wir zwischen 8 und 10 Leute, die dann abends arbeiten. Also das Brauhaus ist wirklich nicht vergleichbar mit einem der anderen Restaurants, die wir gesehen haben die letzten Tage. Und logistisch, der Aufwand, der dahinter steckt, das ist ein richtiges Bollwerk. Kochst du selber? Nein. Wer ist der Koch? Der Koch ist der Stefan Bucher, einmal dran. Der fungiert auch zwischen Stuttgart und Böblingen immer mal. Der ist auch in Stuttgart mal am Kochen, aber auch in Böblingen. Dann, und der ist extra dafür zuständig, auch für euch das heute. Also ich habe jetzt quasi zweimal Stefan kennengelernt. Genau. Aber einen habe ich persönlich kennengelernt, den anderen möchte ich jetzt auch kennenlernen. Los, gehen wir einmal mal rein. Bei so vielen Gästen steht die Küche immer unter Volldampf. So, servus, jetzt sind wir hier im Brauhaus Böblingen. Moin, moin. Hi, moin. Dann darf ich dir unseren Küchenchef, den Stefan Bucher, vorstellen. Das ist ja für mich einfach zu merken, Stefan und Stefan, das ist erstmal gut. Das passt. Und ich lasse euch jetzt mal alleine, dann könnt ihr ein bisschen besser fachsimpeln, allem und dran. Und wir sehen uns später. Wir sehen uns später. Okay, super. Jungs, den Rest natürlich auch schönen guten Tag hier bei euch. Ja. Stefan. Hi. Was gibt's denn Schönes für mich? Also, was machen wir heute? Wir machen einmal speziellen Omas Braten. Omas Braten? So wie es sich gehört von Schwein. Wenn ich Omas Braten höre, dann tatsächlich würde ich bei meiner Oma sagen, das wird ein schöner, saftiger Schweinebraten. Was gibt's denn hier? Und zwar, wir haben einmal einen Schweinenacken. Ja. Ja, von uns im Metzger aus der Region. Also ihr achtet schon drauf, genau, bei der Küchengröße richtig. Trotzdem immer noch. Also wir legen sehr, sehr viel Wert, dass wir immerhin noch regionaler bleiben. Dass es fair ist für den Bauer, fair für unsere Gäste. Ich könnte natürlich jetzt hier sitzen und mutmaßen, aber ich appelliere immer an die Ehrlichkeit der Menschen. Wenn sie das machen, finde ich das wirklich gut. Pass auf, wir klären das jetzt mal ganz kurz. Ihr kocht mit Convenience-Produkten, ne? Dass wir das einfach mal weg haben. Aber
ihr habt auch drei Häuser und in allen drei Häusern ist es ja immer das Identische. Das heißt, egal wo man hingeht. Genau, richtig. Du kriegst hier das, du kriegst das in Stuttgart und in dem Brauhaus und in dem anderen auch. Genau, auch in Kalb. Und ihr lasst es quasi produzieren nach Rezeption von euch. Genau. Das finde ich auch wirklich bei so einer Größe der Person überhaupt nicht schlimm. Ich finde zum Beispiel halt das Thema Convenience-Produkte. Man bekommt manchmal das Geisterschmarrn nicht so gut hin, wenn man es selber macht, ja, natürlich. Aber wir gucken, dass das Produkt noch wieder ein bisschen Shishi, also noch weiter verbreitet. Wir verbessern das Ganze. Wir arbeiten dann mit Butter, wir geben frische Beeren. Also wir gestalten das Produkt so, dass es dann quasi jetzt ja perfekt ist. Mit dem Schweinenacken für Robin legt Stefan direkt mal los. Und wie gart ihr das Ganze jetzt? Das kommt einfach ab in den Ofen? Genau, wir werden das dann quasi jetzt hier wie schmoren in den Ofen. Ja. Das war bei 180 Grad. Ungefähr bis Kerntemperatur sagt, let's go. Ja, wir sind dann bei 65, 70 Grad. Also das Produkt soll zart werden. Er sollte trotzdem saftig noch sein. Ja, du kriegst außen drumherum eine Kruste. Genau. Du hast aber trotzdem die Saftigkeit noch drin bei dem Garverfahren. Genau. Und dann sollte es dann quasi jetzt ja Spaß machen beim Essen, auch beim Servieren. Der marmorierte Schweinenacken mit Fettäderchen bleibt auch bei trockener Hitze schön saftig. Ist das irgendwie ein Gericht, was ihr auch wirklich so auf der Karte habt? Ja. Wie nennt sich der? Das ist unser Brauhaus-Spezial. Dazu machen wir noch eine Käserahmspätzle. Ja, macht ihr Spätzle selber oder ist das so ein Produkt, was ihr dann bekommt? Das Thema Spätzle zum Beispiel, wir können das Spätzle im Butt nicht produzieren. Das ist zu viel einfach. Ihr braucht halt auch richtige Massen. Ja, dafür. Wir arbeiten jetzt hier manchmal mit 500, 600 Kilo Spätzle in der Woche, von daher. Ja. Da brauchst du natürlich wirklich ein paar Leute in der Küche, wenn du 500, 600 Kilo Spätzle die Woche machen musst. Ja. Also völlig nachvollziehbar. Ja. Okay, Käsespätzle dazu und? Dann machen wir danach später dann ein Zwiebelkonfit. Ein Zwiebelkonfit ist ein, ja, ich sag mal, eine süße Zwiebel einreduziert. Zwiebel vielleicht mit Honig oder mit Zucker, das Ganze kurz angeschwitzt. Dann wird das ein bisschen reduziert. Aus der Zwiebel tritt so der ganze Saft aus, ist karamellisiert. Das Fleisch wandert bei 180 Grad in den Ofen, dann brät Stefan Zwiebeln in Butter an. Das ist jetzt die Grundbasis für die Spätzle. Spätzle kurz im Wasser schon abgekocht. Ja. Butter, ein bisschen Zwiebeln, ein bisschen Speck dazu. Ja, nee, Speck ohne. Ach, ohne Speck. Genau. Also wir klassieren jetzt die Zwiebeln, Bonoas eigentlich. Dann geben wir dazu noch die Spätzle. Nach den Spätzle geht's weiter mit dem Zwiebelkonfit. Dafür wird Speck angebraten. Im Anschluss gibt es Butter dazu. Wir löschen das mit ein bisschen Pernod. Pernod? Also einen kleinen Schuss Alkohol zum Einkochen? Ja, genau, weil es gibt dann diese gewisse Säure an das Produkt. Und dann geben wir einfach dazu die nochmal die Zwiebeln dazu. Genau. Und jetzt lassen wir das langsam einreduzieren, also glasieren. Die Zwiebel soll noch Biss haben, die Zwiebel soll noch knackig bleiben. Das Aroma soll sich dann langsam entfalten, genau. So, das heißt, hier kommt jetzt nur noch die Bechamel gleich drauf. Genau. Und den, was hast du, Bergkäse? Ja. Bergkäse, genau. Auf das Zwiebelkonfit kommt dann noch Pfeffer. Pass auf, ich fasse das mal zusammen. Zwiebelschmelze. Genau. Wir haben die Käsespätzle. Käsespätzle haben wir ready. Du hast gesagt, Maultaschen, die sind warm gezogen. Genau. Und natürlich den schönen Rostbraten, der aber ein bisschen länger im Ofen braucht. Aber ihr habt das ja vorbereitet. Kannst du mir das mal zeigen? Gerne. Und zwar, wir arbeiten gerne immer mit einem Holdomat. Also ich finde zum Beispiel, es ist wichtig, dass wir Equipment haben für diese Masse, was wir hier produzieren. Und zwar, also Holdomat bedeutet im Grundsätzlichen, du hast jetzt hier 85 Grad, Temperatur eingestellt, trocken, das liegt im Sud. Genau. Du nimmst es raus, schneidest dir davon ein Stück ab. Zack. Dann zeig doch mal her das gute Stück. So, das heißt, davon servierst du mir gleich eine fertige Scheibe. Ja. Und das ist das fertige Endprodukt. Genau. Und Wrap, Salz mit eurem Gewürz. Ich würde fast gar nicht sagen, dass es da vor Ort ums Kochen geht. Dass es eher ums Regenerieren, um Abläufe, die auf jeden Fall einstudiert sein müssen. Kommt so ein Bon rein, 10 Leute an einem Tisch, dann muss das Ding einfach in 15 Minuten erledigt sein und am Gast stehen. Und das heißt, gutes Mise en place, gute Planung und jemanden, der das gut koordiniert. Zack, ab in den Ofen, 100 Grad, 65 Grad Kerntemperatur. Und ich finde, man sieht, der ist saftig. Ja, guck mal an, wie der krass. Der zieht auch die Feuchtigkeit, also der Fond, was wir in den Holdomat haben, der nimmt es wie ein Schwamm direkt wieder auf. Alles, was er verloren hat, nimmt er automatisch wieder an. Und dann haben wir ein Top-Produkt. Und das wollen wir auch. Du machst mir gerade wirklich Hunger. Ich danke euch hier erstmal für den Einblick in eure Küche. Ich werde mir jetzt draußen irgendwie einen Platz suchen, mich hinsetzen. Und bin gespannt auf das Gericht. Danke. Jawohl. Wo geht's denn hier raus? Da? Oder da? Ja, geht. Ich gehe da raus. Ja. Danke.
Auch Robins Teller findet seinen Weg. Kann ich zur Location euch erstmal sagen, dass ihr hier ein wunderschönes Objekt habt. Und so kommt das Essen jetzt an, irgendwie modern, aber klassisch, wie ich das so im Brauhaus irgendwie erwarte, nur mit einem gewissen Pfiff. Ich meine, ihr achtet sogar bei so einer Größe auf einem heißen Teller, Soße à part, Brauhaus-Feeling. Ja. Das ist Brauhaus-Feeling für mich. Schön. Nur probiert hat der Profi noch nicht. Und? Ich sag mal, mein Kochherz blutet manchmal, wenn ich das Wort Convenience höre. Ja. Mein Verstand sagt aber halt auch, das muss so sein bei euch hier. Ne? Das geht einfach gar nicht anders. Und ihr macht ja trotzdem noch super viel selber, wenn ich das jetzt sehe. Ja. Schweinenacken, ihr habt einen eigenen Wrap, ihr schiebt das alles noch ab, gart das vernünftig. Und das schmeckt man hier halt auch einfach. Ja, also es ist wirklich dabei. Saftig. Genau, genau das sehe ich auch hier auf diesem Teller. Das ist ein Gericht, was irgendwie neu interpretiert ist von euch, so ein bisschen modern angerichtet. Käsespätzle hast du vorhin super gemacht mit einer Bechamel. Das ist cremig, das ist nussig, du hast obendrauf diese Röstzwiebeln. Auch hier die Maultasche. Wenn das ein Convenience-Produkt ist, dann ist die Qualität davon sehr hoch. Sehr, sehr hoch tatsächlich. Und das schmeckt man. Ihr macht das hier mit ganz viel Liebe scheinbar und ganz, ganz viel Herz. Ja. Wenn ihr das so auf die Teller bringt, wie das hier ist, und das den anderen Gastronomen serviert und die auch das Konzept dahinter verstehen, was ich hoffe, und nicht rumnörgeln, nur weil es ein Convenience-Produkt ist, dann ist das einfach sauber und ehrlich gekocht tatsächlich. Das kann man nicht anders sagen. Es ist ein tolles Konzept hier. Ihr seid tolle Menschen und ihr könnt auch sehr, sehr toll kochen. Ja. Sauber. Das freut uns. Ich werde mir das Ding jetzt reinhauen. Also gerne machen. Danke, dass ich hier sein darf. Ja, gerne. Bitteschön. Das ist modern, das Glas hebt es wirklich noch ein bisschen ab. Und das ist ein Brauhaus, da, wenn das bei mir in der Nähe wäre, da würde ich öfter mal hingehen. Es war eine Herausforderung, sage ich mal so. Aber es war die Herausforderung wert. So, es war wie eine Reise. Es hat was für uns gebracht, für mich persönlich was gebracht. Und das ist halt der Ziel einfach. So, Leute, großes Finale. Und ich glaube, das Brauhaus, das ist auch mal eine große Location. Die passt perfekt dafür. Hier wird mit ehrlicher Küche, ehrlicher Handwerkskunst und auch wenn man sagt Convenience, trotzdessen sehr, sehr gut gekocht und alles wird hier im Umland produziert. Für mich war das eine mega spannende Woche. Ich hoffe, die Gastronomen, die haben auch viel Spaß miteinander und genießen gutes Essen.